willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem brandneuen Format der Wettertalk Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Format habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, den Diplom-Meteorologen Dr. Ronald Eichsmann aus Kühlungsborn. Moin, Herr Dr. Ronald Eichsmann. Ja, moin. Ja, wir steigen mal direkt irgendwie frisch ein. Liebe Zuschauer, Sie sehen es, der starke Wind hier, der windet uns um die Ohren. Warum ist das so? Warum haben wir gerade im August diesen starken Sturm? Also unter August versteht ja jeder was anderes und wir gerade im Sommer, dass man sagt, okay, wir haben es schön warm, 25 Grad. Das heißt aber nicht, dass solche Auguste nicht auch kommen können. Also das kommt immer wieder vor. Das heißt, es ist nicht schön, aber das ist ein August, der immer alle paar Jahre so wiederkommt. Damit müssen wir Vorlieb nehmen. Ja, auf was können wir uns denn einstellen? Wird es einen Altweibersommer geben? Wie wird es sich jetzt entwickeln, das Wetter? Also das Wetter wird in den nächsten Tagen, also übers Wochenende, erstmal so bleiben, wie es ist. Also das ist, Petrus holt alles raus, also Sonne, Wolken, auch mal ein Schauer dabei und wie jetzt auch sehr viel Wind. Das wird variieren, das heißt mit dem frühherbstlichen Wetter müssen wir den nächsten Tagen erstmal Vorlieb nehmen. Okay, mich würde jetzt noch mal interessieren und auch natürlich unsere Zuschauer, wir stecken ja mitten im Klimawandel. Ich wollte jetzt drei Themen ansprechen. Wir haben gehört aus den Medien Orkan, wir haben gehört Überschwemmungen, starke Regenfälle. Was sagen Sie als Experte dazu? Wie können wir uns das erklären? Woher kommt das? Also das ist natürlich eine Riesenbaustelle und meine ganz klare Sicht ist, wir haben was verändert, was vom biblischen Ausmaß ist. Das heißt nicht, dass wir alle an Gott glauben müssen oder jeder im Endeffekt für sich seinen Glauben hat, aber wir haben Veränderungen geschaffen in der Atmosphäre, die sehr extrem sind und die auch sehr lange in die Zukunft, da rede ich nicht von 10 Jahren, 20, 30, 40, 100, 2000 Jahre und noch mehr, uns beschäftigen werden. Und die Extreme von Wetter, was Sie jetzt angesprochen haben, die gab es schon immer. Aber die Häufigkeit als auch die Intensität, und das ist genau das, was wir jetzt sehen, nicht nur irgendwo in der Welt, sondern bei uns hier vor der Haustür im eigenen Land, das wird uns immer mehr begleiten und wir müssen nicht nur Vorlieb nehmen, sondern im Endeffekt müssen wir uns auch darauf einstellen. Mhm. Dieser starke Wind, den wir jetzt hier gerade in Wismar verspüren, glauben Sie, das könnte noch mal auch zu einem Orkan führen oder meinen Sie, der starke Sturm ebbt jetzt etwas ab? Also zwei Sachen. Also der Wind, den wir jetzt gerade haben, der kommt erstmal am Wochenende etwas zur Ruhe, damit er dann Anfang der Woche nochmal richtig wieder auflebt, aber nicht als Orkan, aber zumindest stürmisch. Für uns in MV ist immer wichtig oder gefährlich in dem Sinne, wenn wir Wind aus Nord bekommen oder Nordost, weil dann die Ostsee wie so eine Badewanne das ganze Wasser zu uns nach Mecklenburg drückt, nach Mecklenburg-Vorpommern. Und das heißt im Klartext, dann wird es gefährlich. Das ist aber nur von kurzer Dauer. Das heißt, wir werden damit Vorlieb nehmen mit stürmischem Wind. Aber das ist noch nichts, was irgendwie dramatisch ist. Mhm. Ja, können Sie uns denn jetzt noch ein paar Tipps und ja, vielleicht irgendwie sagen, wie sich das Wetter jetzt noch entwickeln wird? Worauf können wir uns einstellen? Worauf müssen wir uns einstellen? Also auf was wir uns einstellen müssen, dass das, was wir haben, das bleibt so in den nächsten Tagen. Aber meine Sicht ist, dass wir ab Mitte nächster Woche wird es ruhiger, freundlicher, aber nicht wirklich wärmer. Das heißt, Altweibersommer würde ich nicht behaupten, aber es wird einfach so, wie wir uns das wieder vorstellen. Wir kommen an Temperaturen bis nahe 20 Grad und einfach die ganze Sache wird ruhiger, wieder angenehmer. Also das strubbelige Wetter, was wir derzeit haben, also da hoffe ich eigentlich, dass wir, wenn wir am Wochenende mit durch sind, dass auch das Wetter dann etwas angenehmer und dann wieder für uns erträglicher wird. Ja. Ja. Dr. Eichsmann, vielen Dank erstmal für diesen kleinen Wetterübersicht. Ja, liebe Zuschauer, 20 Grad, das hört sich doch ganz gut an und vor allem hört es sich besser an als dieser Sturm. Aus diesem Sturm verabschiede ich mich jetzt mit meinem Diplom-Meteorologen. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ja, freuen Sie sich auf das nächste schönere Wetter.